Willkommen zu einem neuen Projekt namens Wolfenstein Youngblood. Und ich habe mir eine reizende Assistentin dazugelegt. Hi. Bist du eigentlich immer eine reizende Assistentin? Ja, weil du immer aufreizend rumläufst. So. Okay. Ist mir neu. So, machen wir jetzt hier mal... Wir hatten jetzt eben schon mal kurz zum Testen ein bisschen angespielt. Das hatten wir jetzt auch gelöscht. Wollten gucken, ob wie das Ganze jetzt funktioniert und ähnliches. Wir sollen uns jetzt quasi einen Charakter auswählen. Ich nehme dann wieder die Blonde, ne? Ja. Okay, ja. Gut. So, dann habe ich jetzt hier zwei Suits, die ich auswählen kann. Nehme ich mal den goldenen Adler. Bolzenkopf oder ein Hammerkopf? Na komm, der Bolzenkopf. Der passt schon. So, Pistole oder Maschinenpistole? Ich nehme Maschinenpistole, Messer oder Beil. Eher das Beil. So, Tarnung oder Rambock? Ich bin der Rambock. Und jetzt haben wir Gesten. Da brauchen wir ja nochmal. Gesundheitsgeste oder Rüstungsgeste? Nämlich die Rüstungsgeste. So, Setup abschließen und fortfahren. So, und jetzt muss ich dich ja... ich muss ja erstmal Spiel hosten. So, nur Freunde und Buddy Pass benutzen. Genau. So, und da haben wir sie. Einladen. Jetzt müsstest du es bekommen haben. Ja. Und jetzt darfst du dir deinen Charakter erstellen. Weiß ja noch, wie das geht, oder? Ja, klar. Kannst du ja mal, damit, weil die Leute das jetzt gerade nicht sehen können, kannst du ja sagen, was du nimmst. Die haben ja jetzt gerade gesehen, was man auswählen kann. Dasselbe hast du ja auch. Achso, ja, ich nehme auch den goldenen Adler. Weil das letzte Mal hat es mir nicht so gefallen. Auch den Bolzenkopf. Mal gucken. Hat denn, ey, das weiß ich gar nicht. Hat die Maschinenpistole eigentlich auch den, wie heißt das? Schalldämpfer? Ja, danke. Nein, nur die Pistole. Gut, dann nehme ich die Pistole, dann können wir wieder, ne? Duftiduff. Das Messer. Und ich bin eher der Tarnungstyp. Und dann nehme ich die Gesundheitsgeste. Okay. So. Jetzt musst du nur noch auf auswählen. Genau. Und jetzt musst du warten bis... Ach, da ist sie schon. So. Wer beitreten darf. Und jetzt kann ich das Spiel starten. Ich kann auch den Helm anmachen. Hehe. So. Mit R machst du Helm an aus. Der wird jetzt den Helm aktiviert. Kannst du auch? Ja. Ja, okay, gut. So, dann wollen wir mal. Konzentrier dich, Jess. Komm schon. Was ist das? Ein Dickhornschaf. Keine Ahnung, was das hier will. Hat bestimmt seine Herde verloren. Fünf noch. Sieht ängstlich aus. Ja. Hat sich wahrscheinlich im Sturm verirrt. Ich weiß nicht recht. Kann ich schießen? In solchen Momenten musst du deine Umgebung genau beobachten. Du wirst eins mit dem Visier und konzentrierst deine Aufmerksamkeit auf einen winzigen Punkt. Und nimmst immer noch deine Umgebung wahr, Liebes. Ja. Okay, gut. Was kannst du spüren? Dass es bald regnet. Gut. Was noch? Ich weiß nicht, da ist ein Rudel Kojoten ungefähr 100 Meter nordöstlich von hier. Fünf noch, Sophia. Kick! Kick! Die Hände hoch. Nochmal. Nein, ich kann nicht mehr, Mama.
Dann stirbst du. In diesem Moment haben sie dich. Wir sterben, weil wir es zulassen. Du kämpfst gegen einen großen, indoktrinierten Germanen, der den Schmerz eine Sekunde länger aushält. Und dann bist du Geschichte. Wann hört es auf, Mama? Hör zu, Liebes. Überleben bedeutet, das Leid anzunehmen, es mit sich zu tragen. Okay. Los, jetzt fünf noch. Jetzt noch fünf. Du. Hey, keine Kraftausdrücke. Papa? Ja. Was noch? Papa? Gehst du? Oh Gott! Oh Gott! Situationsbewusstsein rettet dir das Leben. Komm jetzt, schieß, bevor es regnet. Nur an. Sehr gut. Alles klar bei euch? Wow, gut für dich, Kenneth. Ich dachte schon, dir fehlt der Killerinstinkt. Leck mich, Arthur. Na, ihr zwei, seid nett zueinander. Was? Das ist ein Kompliment. Halt die Klappe. Unsere Mädchen sind junge Frauen geworden. Wann ist das passiert? Was hast du denn, Schatz? Ich muss aus dem Regen raus. Skalpell? Ihr zwei seid also Schwestern, c'est bien ça? Zwillingsschwestern. Und euer Vater ist der berühmte Captain Blazkowicz persönlich? Außer Abby hier, sie ist eine Freundin der Familie. Wir wissen, dass er hier war, Mann. Er hat hier etwas gesucht und dann half er uns gegen das Regime. Aber auf einmal war er weg. Plus de terre, s'il te plaît. Hast du Antibiotika, Jacques? Oh, armer Jacques, er ist stumm. Was willst du mit Antibiotika? Er hat eine Bauchfellentzündung. Und woher weißt du das? Wollner Unterleib, schnelle Atmung, sein Bauchfell ist schwer entzündet und das kann Sepsis und Tod zur Folge haben. Er braucht Antibiotika. Oh, komm mal her und hilf mir, hm? Ich verzichte. Ma'am, bitte. Jeder hier nennt mich Juju. Hilfst du uns, ihn zu finden, Juju? Ihr tragt Motorrüstungen? Ja. So etwas haben wir hier nicht. Schon mal geschossen? Absolut. Habt ihr schon mal Nazis getötet? Wir sind geboren, um Nazis zu töten. Hast du gehört, Jack? Geboren, Nazis zu töten. Wir haben keine Nazis getötet. Ja, Arthur, aber das muss ich ja nicht wissen. Also schön. Ich hätte da einen Auftrag für zwei ausgemachte Großwildjäger wie euch. Nachdem Berlin General Lothar Brand seiner Macht enthoben hatte, wurde ein neuer General geschickt, um den Aufstand in Paris niederzuschlagen. Er hält sich auf einem Zeppelin mit dem Namen der Nachtfalter auf. Tötet ihn. Dann suchen wir weiter nach eurem Vater. Ein Nazi. Was meinst du?
Wir müssen ihn töten. Nein, wirklich, Arthur, wie ist der Plan? Ein sauberer Schuss von hier oben? Du musst noch so viel lernen. Du wirst ihn verfehlen. Einen Scheiß muss ich lernen. Ja, ja, wir müssen versuchen, näher ranzukommen. Klettere darunter. Ich schleich mich von links an, du von rechts. In die Enge treiben und töten. Hey, heulst du etwa? Ich heule nicht, mir ist nur etwas übel. Bist du mir jetzt hier um? Niemals. Dann mal los, kleine Miss Blazkowicz. Mach einfach, was deine Eltern tun würden. Keine Bewegung! Das wirst du noch bereuen! Alles klar, Kenneth? Ich hab das schon! Oh mein Gott! Oh Scheiße, ich hab sein Hirn im Mund! Wasser, ich brauch Wasser! Nein! Was, wenn Papa verletzt ist, irgendwo verblutet? Wir schaffen das. Wir finden ihn. Machst du Witze? Wir kriegen das hin, Schwesterherz. Scheiße, ja. Denkt dran, Mädels. Ihr seid die Töchter des Mannes, der dieses Dreckschwein Heiler getötet hat. Das hier ist eure Bestimmung. Euer Ziel, General Winkler, müsste sich im vorderen Teil des Zeppelins aufhalten. Verstanden, Äbster. So, und jetzt können wir auch endlich mal was sagen. Ja. Ich muss mich voll zusammenreißen. Auch wenn ich das jetzt schon das zweite Mal gesehen habe, aber... Man muss sich zusammenreißen, nicht deutlich mehr zu lachen. So, wollen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Infocomputer. Eine wichtige Totalinformation kommst du, indem du Infocomputer sammelst, die in der Spielumgebung zu finden sind. Wenn du diese Information liest, erfährst du, wie du Waffen, Fähigkeit und andere wichtige Werkzeuge und Fertigkeiten nutzen kannst. Durch Sammeln dieser Infocomputer erhältst du wertvolle Erfahrungspunkte und Silbermünzen. Ja, die Silbermünzen kennen wir ja schon. Und du übst schon das Zielen. Mein Platz. So, jetzt wollen wir mal gucken hier, Steuerung. Willst du ja nicht versauen. Sauberer Schuss. So, yeah. So, nächster Computer. Überwältigen. Drücke mittlere Maustaste, um einen Gegner zu überwältigen. Wenn die Barriere eines menschengroßen Gegners zerstört wurde, begib dich im Nahkampfreichweite und drücke mittlere Maustaste, um im Frontal zu überwältigen. Wenn du dich von hinten an menschengroße Gegner anschleichst, kannst du ihn heimlich überwältigen, ohne bemerkt zu werden. Dieser heimliche Töten ist selbst dann möglich, wenn du gegnerische Barrieren intakt ist. So. Musst du dir dann auch einsammeln hier, die komischen Computer? Ja. Okay, gut. Aber ich lese dir ja vor, deswegen passt das schon. So, ich habe schon ein Blitzgewehr. Ich auch. Oh, okay. So, was habe ich sonst noch bei? Meine kleine Pistole, eine Schrotflinte. Ja, und das Blitzgewehr jetzt. So, wollen wir weitermachen? Natürlich. Achtung, Achtung! Hier spricht General Winkler. Wir haben hier ein kleines Problem. Die Überwachungskameras haben gerade zwei Terroristinnen erfasst, wie sie Motorrüstungen angelegt haben, als sie auf meinem Zettel liegen. Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn ihr sie, naja, so töten könntet. Vielen Dank. Oh, Munition. Die Musik, Marzi. Ja, habe ich mich auch gerade gewundert.
Schön, so. Geteiltes Leben. Du und deine Schwester teilt... Kann ich hier ein bisschen raus? Nee, schade. Du und deine Schwester teilt euer Leben. Dies wird durch die Herzen neben eures Porträts dargestellt. Wenn einer von euch beiden verblutet, ist eines dieser gemeinsamen Leben aufgebraucht. Wenn alle Leben aufgebraucht sind und einer von euch beiden verblutet, wird die aktuelle Karte neu gestartet. Gebt also euer Bestes, um deine Schwester zu beschützen und vor dem Verbluten zu bewahren. Gib mir Mühe. Ja, gib dir mal Mühe. Hier ist auch nochmal geteiltes Leben. So, haben wir schon zwei. Jetzt nehmen wir hier natürlich nochmal Muni mit. Jetzt habe ich Muni voll. So, Waffenauswahl. Halte V gedrückt, um die Waffenauswahl zu öffnen. Lass V los, um die ausgewählte Waffe auszurüsten. Wenn du zusätzliche Pistolen oder schwere Waffen im Inventar hast, drücke Mausrad runter und Mausrad hoch, um zwischen Waffen und dem gleichen Waffenplatz zu wechseln. Okay. Machen wir mal weiter. Achtung, da ist einer. Ne, ich sehe noch nichts. Ich sehe nur deinen schicken Hintern. Achtung, der hat mich gehört. Na ja, gut. Heißt, ich darf jetzt Action sehen. Ich geh auf die andere Seite. Okay. Meine Seite ist hier. Keine. Ja, meine ist hier. So. Hier hinten ist noch eine Kiste mit Silbermünzen. Oh, hinter uns. Ja. Irgendwo. Ah, hier. So. Wechsle meine Position! Du ziehst den Ärger an, oder? Kann das sein? Ja. Ich gehe dir immer kurioserweise aus dem Weg. Oh, ja. Oh, danke. Bitte. Na, den einen Leben brauche ich nicht wegmachen, oder? Kannst du doch machen, das lädt sich doch wieder auf. Das, was ich nämlich gerade gemacht habe, ist quasi ihr Rüstung gegeben. Kannst du es auch mal machen, Mausi? Also, okay, da kommt schon wieder der nächste Eierkopf. Kann ich machen. Damit man mal sieht, wie das aussieht. Ich nehme das nochmal. Tee. Tee, ja. Ändere Position! So, und jetzt habe ich Leben dazu gekriegt. Das heißt, ich bin die Rüstung, sie ist das Leben. So muss das. So muss das, genau. Oh. Jetzt aber viel schleichen können. Haben wir da hier noch eine Kiste? Na, ich versuche so lange den Schleichmodus aufrechtzuerhalten, wie es geht, ne? Muss aber noch ein bisschen üben. Ja. Du konntest ihn noch nicht mal aussprechen lassen. Nee, warum sollte ich denn auch? Ich bin eher jetzt derjenige fürs Grobe. Wie sonst auch. So. Ich habe hier jetzt das nächste Terminal. Standardzahlenfeld. Standardzahlenfelder, die nicht mit dem Sicherheitsnetzwerk des Regimes verbunden sind, benötigen spezielle Codes zum Freischalten. Diese Codes erhältst du, indem du Disketten in der Nähe suchst und sie in Diskettenterminal ausliest. Also, kommst du mal zu mir, dann kannst du das Ding auch gleich einsammeln. Ja, hier hinten ist das Diskettenterminal. Ja, dann machen wir gleich in Ruhe. Bin ich hier nur gerade ein bisschen umgeguckt. Ja, nun komm her, sonst kriegst du doch die Dinger nicht. Achso. Ja. Hast du nicht zugehört, Mausi, als ich es vorgelesen habe? Doch, doch, doch. Was ist denn? Ach, da auf der anderen Seite. Andere Seite, hier. Hier bin ich. Yay. Yeah. So, ja, Code eingeben. Wir brauchen eingeben. Wohl einen Code für diese Tür. Mal sehen, ob wir ihn finden. Ja, jetzt wird uns auch die Diskette angezeigt. Jetzt gucken wir uns aber nochmal um. Ich hatte hier eben noch irgendwo ein... so ein Ding. Und denk dran, auch immer schön alle Münzen mit einzusammeln, Mausi, ne? Weil die teilen wir uns ja nicht. Ja.
Weil mit den Münzen, die werden nachher richtig wichtig. Ach, hier hinten war das. Na gut, hier haben wir auch nochmal Münzen. Genau. Silbermünzen. Sammle Silbermünzen, um die Gegenstände zur Anpassung deines Charakters, Gesten, Schübe und Waffenverbesserungen im Charakter- und Waffenfenster deines Tagebuchs zu kaufen. Du findest Silbermünzen bei getöteten Gegnern und anderswo im Spiel. Und genau hier liegen gleich wieder welche. So, kommst du her? Ja. Hier war das komische Ding. Achso, die habe ich schon aufgesammelt. Achso, okay, gut. Dann hole ich jetzt die Diskette, die hier irgendwo sein soll. Wir müssen einen Computer zum Entschlüsseln suchen. So. Diskettenterminal, Notfalltür, entschlüsseln. Albert, ich habe wichtige Informationen von der Sicherheit erhalten. General Winkler will neue Türcodes und den Zeppelin. Laut seiner Aussage fehlt ihm das Vertrauen in den bisherigen Sicherheitschef. Er hat ihn hinrichten lassen. Unangenehme Sache, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Der Code für die Besatzungsunterkünfte, die ihr Zuständigkeitsfallen, lautet 8431. Kommandant Siegel. Soll ich nochmal wiederholen? Nee. Diese Abschläge haben nicht mit den Blaskowitz-Schwestern gerechnet. Absolut nicht. Ich komm. Nee, hier komme ich gar nicht durch. Ist ein bisschen eng, das Zeppelin-Luftschiff hier. Hier spricht General Winkler. Wieso wurden diese dämlichen Mädchen noch nicht aufgehalten? Sie sind doch keine Bedrohung für unsere besten Soldaten, oder? Winkler, Ende! Okay, nächstes Terminal. Drücke Steuerung, um zu ducken. Mit Ducken kannst du niedrige Passagen durchqueren, dich unbemerkt bewachten Bereichen schleichen und dich hinter einer Deckung verstecken. Na denn, your turn, Mausepoops. Ja. Yeah. Schleich. Also mir bleibt jetzt so lange nur Nahkampf. Ich höre noch einen. Ich höre hinten nur das blöde Radio. Es ist viel zu laut. Auf der anderen Seite wurde mir gerade einer angezeigt. Da. Stopp! Okay. Da musste ich jetzt reagieren. Geht's jetzt hier hin? Ah, hier sind noch Silbermünzen drin. Rüstung. Ach, das ist die andere Seite der Tür. So, einmal Tür hier weggesprengt. Ja, lauf weiter. Ja, ich bin hinter dir. Ich mal auf der anderen Seite gucken. Ach, hier ist noch so ein Computer. Aber mehr als ein trinke ich nicht. Ich habe jetzt Familie, also ist nichts mehr mit nachts um die Häuser ziehen. Wo ist so ein Computer? Da wo wir eben gerade noch standen. Als allererstes. Okay. Schon, da kommt aber gleich einer, glaube ich. Auf meiner Seite hier. Oh ne, der geht weg. Okay. Hier. Da. Bei mir ist da kein Computer. Nicht? Nein. Okay. Da kommt gleich wieder jemand um die Ecke. Und der sieht übrigens die Leiche, ne? Ich glaube, sind wir jetzt aufgeflogen oder sind wir jetzt ja, hier? Ja, wir sind aufgeflogen. Ich geh zur anderen Seite. Stufenaufstieg.
voll in den unteren Bereich geschossen. Na, aber Mausi, das kannst du doch bei einem so liebensfreundlichen Spiel nicht tun. Die Munition! Ich muss nachladen! Oh! Oh. In Ordnung! Hey, hör auf, wenn du dich zu verschwärmen! Ja. Du kämpfst wie ein Profi! Du stehst mir im Weg! Hast du gehört, Mausi? Die stehen sich gegenseitig im Weg. Das ist doch nicht nachzugehen. Au, Schrotflintenschütze. Schütze. Ja, drauf da. Wenn er keine Muni mehr hat, dann muss er drauf da. Wie viel Life hast du? 81. Rüstung kann ich noch nicht geben. Das siehst du doch am rechten Bild, Mausi. Ja, da wird mir aber nicht die Zahl angezeigt, wie viel du da noch hast. Ja, die Zahl jetzt nicht unbedingt, aber... Schätze einfach ab. Du kannst ihm so mehr Gesundheit geben, genauso wie ich mehr Rüstung geben kann. Jawohl. Oh, gut. Siehst du? Du hast ja jetzt mehr als 100. Deswegen die Fähigkeit jetzt nicht aufsparen oder so. Ich wollte es jetzt nicht verschwenden, also... Na, verschwenden... Jemand ist tot! Jemand ist tot. Hey, sofort hinlassen! Ich komm. Shit. Oh. 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 Scheiße, Jesse, wird der Hammer! Einfach umgerannt. So. So gehört es. Rüstung. Hoppala. Kann ich da hochspringen? Ja, kann ich. Ich habe hier oben noch eine Kiste. Ja, Geld. So muss das. Geht's hier lang? Ich weiß, wir müssen da eigentlich nicht lang, aber da haben wir noch eine Kiste. Ist doch nicht schlimm. Auf ja. Ram. Mehr Geld. Oh, noch mehr Geld. Oh, sehr schön. Geld gefunden, hier liegt auch noch eins. Ich habe eine Tür aufgemacht gerade. Oh, hier. Was haben wir denn hier? Minikarte. Nutze die Minikarte zur Wegfindung, um dir deinen taktischen Überblick über die Umgebung zu verschaffen. Die Karte zeigt den aktuellen Standort von dir und deiner Schwester an. Auf der Minikarte findest du Symbole, aktive Missionsziele, Missionsgeber, Gegner und wichtige Regimekommandanten. Okidoki. Oh, hier liegt noch mehr Geld. 50 Gesundheit. So, derbe Jess. Ich weiß. So, hatten wir jetzt hier eigentlich alles durch? Drüben war ich noch nicht drin. Ah, Geld. Das finde ich aber ein bisschen schade, dass das Geld zwar sozusagen für uns beide da liegt, aber... Nicht beide nicht alles kriegen. Ja. Man muss das immer selber ein bisschen aufheben. Ich hoffe, du hebst auch gut auf, ne? Was sehe, hebe ich auch, ja. Gut. Bevor wir jetzt aber hier weitermachen, würde ich an der Stelle erstmal so mal einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.